Wir haben hier Eva-Maria Würth und hier Philippe Sablanier. Und zusammen sind wir Interpixel. Genau. Wie lange gibt es die schon? Seit 2000. Seit 2000. Seit 2000? Ja. Wie ist das entstanden? Gleiche Motivation, gleiche Ideen, gleiche Vorstellungen. Und darum haben wir probiert, das zusammen umzusetzen. Haben die euch schon vorher gekannt? Ja. Und dann darüber geredet, könnten wir zusammen etwas machen? Genau. Ja, also wir haben uns bei der Unipolitik, der Uni Zürich kennengelernt, haben dort zusammen gearbeitet, miteinander. Und dann haben wir auch sonst beruflich da und dort miteinander zusammen gearbeitet. Und dann haben wir irgendwann gefunden, wir könnten eigentlich auch im künstlerischen Bereich miteinander zusammenarbeiten. Und das hat sich als fruchtbar erwiesen. Jetzt ist ja heute eine Ausstellung entstanden, eine Aktionsausstellung in dem Sinn, die sich um das Thema Waffen im Kinderzimmer zum Beispiel, es kann aber auch auf Schulhausplatz sein, entstanden ist. Gehen wir mal in die Erinnerung. Was habt ihr als Kind für einen Bezug zu Waffen? Also die einzige Waffe, die aus meiner Kindheit in Erinnerung ist, ist die, die vom Urgroßvater im Esterkoben gehängt ist, als Erinnerungsstück, das mein Vater aufbewahrt hat. Und der ist ein Balken gehängt, aber das ist das Einzige. Und meine Schwester hat mal eine Käpsel-Pistole wollen. Dann ist sie an die Fasnacht gegangen, als Prinzessin verkleidet mit der Käpsel-Pistole. Das ist die einzige Erinnerung, die ich Kind habe mit Waffen. Ja, und ich habe Waffen gebastelt. So zum Teil Filzstift gekillt. Das ist jetzt keine Waffenbauanleitung, aber Filzstift gekillt vorne und hinten. Und dann ein Blasrohr gemacht. Wir haben einmal auch in der Primarschule haben wir mit Nödeln dran. Dann das umgeschossen. Das war nicht so lustig, wenn einem ein Nödel im Kopf gesteckt ist. Plötzlich während dem Unterricht hat etwas gestochen. Ja, das ist sehr gefährlich auch natürlich. Und das ist natürlich auch straf drauf gestanden. Und selber Käpsel-Pistole und so hat mir nicht viel gesagt. Ich habe auch Waffen eigentlich eher etwas Blödes gefunden. Ich habe gefunden, das ist zum Leuten umbringen. Und das symbolisiert es auch. Hat mir als Kind nicht viel gesagt. Klar, hat es mich auch in einem gewissen Grad fasziniert. Militär? Hast du da gewisse Erfahrungen? Oder bist du gerade ausgemustert worden? Nein, ich habe Militärerfahrung. Ja, und das Militär ist nicht etwas anderes. Es ist organisiert und kontrolliert, wie der Waffenumgang ist. Und dort ist es auch wichtig, dass das hierarchisch organisiert ist, dass nicht einfach die Leute ihre Waffen so brauchen, wie sie das persönlich denken, dass es richtig ist. Und ich habe auch Militär gemacht, habe aber mit dieser Waffe nicht sehr viel anfangen. Ich hatte Mühe gehabt, dann bei Schussübungen, dass man auf Tafeln zielen soll oder auf so Klappmännchen, die runterklappen, mit der Begründung, also wenn man auf die geschossen hat, dann, und ich nicht wollte schiessen, dann hatte ich Mühe gehabt mit der Begründung, dass das ja nur Karton sei oder Blech oder nur Zielscheibe und so weiter. Und jetzt haben wir heute Abend die Vernissage gehabt und wir haben alle eigentlich müssen beobachten, feststellen, dass die Anwesenden, egal ob Kind oder Erwachsene, an diesen ausgestellten Gegenständen, an diesen Waffen, ziemlich Freude gehabt haben. Also wir haben da richtige Heavy-Action-Szenen erlebt. Wir haben jugendliche Teenies gesehen, die James Bond gespielt haben. Ist das nicht fast erschreckend, wenn nein, so eine Plastikwaffe da liegt und jetzt Jugendliche, beziehungsweise auch Erwachsene, das Faszinosum plötzlich erkennen, sehen, dazu greifen und ein Rollenspiel machen? Also ich finde das super. Ja, also... Also ich finde das toll, wie das zeigt eigentlich nur da, wie man nicht einen klaren, differenzierten Umgang hat, auch mit Waffen, und sobald man so etwas in den Händen hat und so etwas umeinander liegt, dass man dann sofort an sich darauf stürzen und eigentlich anfangen umballern. Und das Spiel, solange es ein Spiel bleibt, ist ja das auch völlig okay und ist das völlig super und völlig normal. Die Frage ist nur, wo ist der Knick? Und was passiert dann? Und wo ist der heikle Punkt in dieser ganzen Geschichte? Es ist ja ganz klar, dass die Leute jetzt da einen spielerischen Umgang damit haben. Es ist eine Abstraktion, die passiert. Und das ist etwas Harmloses. Das ist vielleicht ein bisschen so wie mit reformierten und katholischen Kirchen. Die katholischen Kirchen macht man Witze, kann man gute Witze machen, eben der Papst und der Reformierte, die denken sich kaum über den Papst zu reden, hat man Angst, man sei blasphemisch.
Ich glaube, das sind Themen, die wir bis zum 23. September noch eingehender anschauen müssen. Wir haben bereits auf die Seite von gestern, also auf die Beiträge, eine Reaktion gehabt. Und zwar haben wir ein Mail bekommen von einem Deutschen. Der hat die ganze Sache, selbstverständlich auch eure Homepage, angeschaut und hat es spannend gefunden und hat im Mail geschrieben, das sind ja alles eigentlich sichtbare Gegenstände, vernichtbare. Aber, und jetzt kommt das Zitat, die spitze Feder, das geschriebene Wort, kann Gewalt sein, aller Ort. Und dann hat er mit einem Smiley angeschrieben, wo soll ich meine Worte abliefern? Bei uns, ganz klar. Wie spitzige Waffen oder Waffen sind auch einfach die Wörter. Oder das nicht Sichtbare, das ist gar keine Frage für uns. Ja. Sind das nicht die wahren Waffen eigentlich? Ja, es gibt natürlich Differenzierungen. Also das kann sich aufbauen. Also Drohungen gehen ja immer voraus, vielfach bei Konflikt. Und es geht bis zur physischen Bedrohung. Mhm. Und dann wird es das Problem. Das ist einfach die höchste Stufe dann von der Körpervernichtung, von der Vernichtung vom Leben. Und alle Vorstufen gehen dorthin, wenn man sie nicht irgendwo bewusst unterbricht. Und von dem her können Worte genauso gewalttätig sein. Darum nehmen wir auch natürlich den Anfang entgegen. Mhm. Also die Waffendefinition ist offen, die wir hier haben. Also wir überlassen auch allen, die unsere Waffen abgeben wollen, die Entscheidung selber. Was sie als Spielzeugwaffe, was als Waffe deklarieren. Ciao miteinander. Tschüss zusammen. Und das heisst, es können auch echte Waffen, sogenannte, abgegeben werden, wenn das Spielzeug angeschaut wird. Mhm. Also gut. Für mich ist es nicht weniger die Frage von wahr oder nicht wahr, sondern von dem, was eigentlich Konstruktionen sind, die im Kopf nicht passieren. Und das, was man als Waffe definiert, das ist immer nur die Frage, wenn man selber im Kopf sich zurechtlegt, wenn eine Waffe sein soll. Und es spielt gar keine Rolle, ob etwas in einer Gesellschaft eigentlich als Waffe definiert wird oder nicht. Das heisst, du kannst es immer so auslegen, oder wenn es für dich stimmt. Mhm. Wenn jemandem etwas wird zu leid tun, egal was für Waffen er einsetzt, es ist die Handlung und die Absicht, die zählt. Und das Mittel, das er wählt dazu, das ist dann die andere Frage. Aber bei uns geht es eigentlich nicht um das Mittel, sondern um das Geistige, was passiert, das Emotionale. Ich glaube, das sind einige Sachen, die man wirklich eben darüber nachdenken kann, was ich jetzt gesagt habe. Ich hoffe, dass das auch passiert. Und ich sage tschüss miteinander. Dein bis zum 23. ist dabei. Eva-Maria Würth. Und Philipp Sablanier. Und Interpixel. Und ich natürlich, der José Levi. Merci, Robert. Tschüss miteinander. Ciao zusammen.